Ich weiß nicht, wie es dir so mit der Liebe geht. Die rosarote Brille der ersten Verliebtheit. Wenn wir verliebt sind, dann ist das ja was, was irgendwie so in zwei Richtungen geht. Wir drücken das aus, indem wir Geschenke machen, indem wir den Partner oder die Partnerin berühren wollen, indem wir Zeit miteinander verbringen wollen. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei der Liebe zwischen uns und Gott? Denn da setzen unsere klassischen Liebessensoren ja schon aus. Wir haben eine andere Brille auf, die graue Brille, mit der wir alles nur noch analytisch sehen und so eine gewisse Distanz zur Liebe aufbauen. Wir können Gott nicht anfassen, wir können ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Ja, aber trotzdem reden wir ja als Christen immer wieder davon, von Gottes Liebe, dass wir Gottes Liebe erleben, dass wir sie spüren wollen. Ich glaube, es ist wichtig, Liebe als eine Form von Kommunikation zu verstehen. Eine Kommunikation zwischen Gott und uns. Und in dieser Kommunikation, da gibt es einfach immer wieder Störfaktoren. Und ein möglicher Störfaktor ist, dass wir ein bestimmtes Bild von Gott haben. Dieses Bild, das baut sich oft dadurch aus, dass wir Bibel lesen oder dass wir vielleicht in einer bestimmten Tradition aufgewachsen sind, dass wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Aber dieses Bild ist eigentlich immer gefärbt. Wir haben kein neutrales Bild von Gott. Vielleicht haben wir eine rosarote Brille auf und wie in so einer ersten Verliebtheit sehen wir Gott als den lieben Gott, der mit dem es immer nur alles toll ist. Und ja, wir sehen alles einfach nur als super einfach und schön und toll an. Aber die Frage ist, was ist denn dann, wenn es mal schief läuft, wenn mal Schwierigkeiten da sind, wenn das Leben mal nicht so einfach ist und wir Gott auf einmal auch kritische Fragen stellen müssen? Eine andere Brille, die wir in unserem Kulturkreis, glaube ich, sehr häufig aufhaben, ist die graue Brille. Eine Brille, mit der wir die Liebe zu Gott nur noch analytisch sehen, wo wir nur noch denken, ja, Gott muss dieses oder jenes tun, wenn er uns liebt. Und wir gewinnen so eine gewisse Distanz zur Liebe zu Gott, aber Distanz und Liebe, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, es ist wichtig, als ersten Schritt sich bewusst zu sein, dass man eine Brille aufhat, um sie dann auch absetzen zu können. Aber die Brille abzusetzen, das ist nichts Einfaches, denn wir haben sie ja meistens aus einem ganz bestimmten Grund auf. Vielleicht um uns zu schützen, weil wir Verletzungen erlebt haben. Vielleicht, weil wir Gott einfach so sehen wollen, weil wir das so schön finden, Gott so zu erleben. Aber ob es so viel mit der Wahrheit zu tun hat, das ist manchmal eine große Frage. Es gibt ein Buch, was ich sehr inspirierend finde, was uns neun Wege vorstellt, wie wir Gott begegnen können und wie wir Gottes Liebe erleben können. Und in einem zweiten Post werdet ihr diese neun Wege, Gott zu lieben, sehen. Wir haben sie dort aufgelistet und ihr könnt sie mal durchswipen und gucken, was euer Punkt ist, wo ihr vielleicht Gott schon mal begegnet seid, wo ihr seine Liebe schon mal erlebt habt oder was vielleicht die Punkte sind, die ihr gerne erleben möchtet. Wenn ihr dazu gerne eine Predigtserie haben möchtet, dann kommentiert das einfach unten drunter und dann schauen wir, in welchem Rahmen wir das möglich machen. Wenn euch diese Liste aber reicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Auch das könnt ihr einfach drunter schreiben. Ich bin gespannt, von euch Feedback zu bekommen.